So, neuer Tag, neues Glück. Zweiter Spieltag, sechste Runde beginnt in Kürze. Wir werden gegen Imst, gegen die Tiroler spielen. Die Tiroler sind ja das Schlusslicht der Tabelle. Das heißt, hier wäre sozusagen ein 4:0 Sieg fast Pflicht, so wie es die anderen starken Mannschaften Geinerkirchen und Dornbirn auch gemacht haben. Hier kurz Matthias wieder gesehen und Wadelberg spielt gegen das Burgenland jetzt. Die werden wohl auch relativ hoch gewinnen. Und hier die Tiroler Spitzenfrau, das ist die Selina Haselanter. Hier haben wir Nadine Brunner gesehen. Der Schiedsrichter überprüft noch, ob alle richtig sitzen. Und nachdem alle schon da sind, kann das Match auch ein bisschen vor 9 Uhr schon losgehen. Kinder können es eh kaum erwarten. Start frei in die sechste Runde. So, da haben wir jetzt Barbara im Bild. Etwas seltsam, wie der König steht, aber ich sehe, sie hat eine Dame offenbar gewonnen. Ja, also das schaut doch auch recht nett aus, wie immer sie dazu gekommen ist nach der kurzen Zeit. Das ist durchaus einmal beruhigend. Nadine Brunner, Dame A4. Ja, das wird Justin auch nicht sonderlich beunruhigen. Matthias hat sich hier auch schon komplett entwickelt, während der schwarze Damenflügel noch im Stall steht. Ja, und hier haben wir Felix gegen Selina. Selinas Läufer auf E3 wirkt hier nicht gerade günstig platziert, blockiert die Entwicklung des weißfeldrigen Läufers. Ja, und so kam es dann auch tatsächlich zu einem 4:0 Sieg. Alle vier haben gegen die Auswahl von Trainer Mantel gewonnen. Damit sind wir jetzt auch in der Tabelle ein Stückchen höher aufgerutscht. Aber auch Dornbirn hat das Burgenland 4:0 geschlagen. Der 3,5 Punkte Rückstand bleibt intakt.